Hellenlange Hardenberg, das ist schon ein ganz schöner Hammer, was hier abgeht. In Aachen heißt es schon das Wunder von Aachen. Und damit gemeint bist du hier nach deinem Ritt heute, 4 Wochen nach der Geburt deiner Tochter, das Wunder von Aachen. Ist das jetzt ein bisschen dick aufgetrumpft oder empfindest du es genau so? Ach, für mich ist es in der Tat ein bisschen so. Also es ist wahrscheinlich ein bisschen dick aufgetrumpft, aber ich meine, das persönliche Empfinden ist ehrlich gesagt so, ja. Ich habe hiervon geträumt, dass ich vielleicht die CDI-Tour reiten darf, aber hätte mir nie zu hoffen erwagt, dass ich jetzt hier im Nationenpreis in der Einzelwertung am ersten Tag Dritte werde. Irgendwann kam ja der Anruf von Monika Teodorescu und zwar sehr knapp hier vor Aachen. Helen, wie wäre es mit der O-Tour? Das allererste Moment war, oder wie war der erste Moment? Ja, ich war gerade zum Training bei Monika und es kam die Ansage, Helen, du reitest die O-Tour. ich bin eigentlich kein aufgeregter oder nervöser Mensch, aber ich gebe zu, in dem Moment habe ich einmal kurz die Luft angehalten, weil ich hatte ein wirklich gutes Gefühl im Training. Ich habe gedacht, das können wir riskieren. Aber naja, ich möchte natürlich auch nicht jetzt irgendeine Mannschaft nach unten ziehen oder irgendwie so. Und hatte natürlich jetzt, die letzten Turniere waren sehr gut, aber die lagen einen Moment auch schon zurück. Und auf der anderen Seite, ich bin einfach nur stolz auf Demsee, wie der hier mitgekämpft hat und wie er wirklich in dem Moment, wo wir ins Viereck geritten sind, ich das Gefühl hatte, es ist überhaupt keine Zeit vergangen zwischendrin und wir haben einfach da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Und das ist auch dieser Moment, Danke zu sagen. Weil ich habe vielleicht diese 5 Minuten da im Viereck gemacht, aber das Team zu Hause und zu Hause familiär, zu Hause im Stall hat genau das möglich gemacht. Das wäre nämlich übrigens die nächste Frage gewesen. Wer hat denn auf Demsee gesessen? Denn wir wissen, 4 Tage nach der Geburt hast du wieder drauf gesessen, aber ich gehe mal davon aus, nicht noch am Tag der Geburt und der Zeit davor. Wer hat ihn geritten in der Zeit? Ja, Katharina Schulte-Fahndorf, meine Pferdewirtschaftsmeisterin, hat ihn geritten und er hatte schon ein bisschen Pausenprogramm. Bisschen joggen, bisschen so mal halbe Tritte, dass schön der Rücken oben bleibt und so ein bisschen die Körperspannung eben erhalten bleibt. Aber er sollte auf jeden Fall einmal auch runterfahren und Pause machen. Er kann alles, er muss Lust haben, er muss gesund sein, er muss Bock haben, in dieses Viereck zu gehen. Und zusammen eben mit Sabrina Gessmann, die meine ganzen Pferde geritten hat und auch echt auf dem Turnier fantastisch vorgestellt hat, und an Christine de Boer, die immer fleißig Schritt gegangen ist mit Demsee und für sein Wohl gesorgt hat. Und Christian Wendel nicht zu vergessen, mein Trainer, der jede Woche trotzdem da war und alle Pferde trainiert hat mit Katharina, mit Sabrina, mit Nico. Und ich kann wirklich nur Danke sagen in diesem Moment. Stelle ich mir das richtig vor, dass du praktisch bis zum letzten Moment aber in der Halle warst und auch von unten mitgeguckt hast? Ja, ich war eigentlich an dem Tag auch noch fast auf dem Weg nach Warndorf zur ersten Sichtung, zweiter Tag Weltmeisterschaft junge Pferde. Aber glücklicherweise habe ich es mir noch anders überlegt. Ich hoffe, jetzt darf ich das sagen. Ich würde ja gern, dass unsere Kamera einmal auf deinen rechten Stiefel schwenkt. Das ist so das Einzige, was noch auf die Geburt hinweist. Was ist das? Naja, es ist noch nicht ganz die Körperform, die ich gewohnt bin. Und ich musste etwas improvisieren, weil er einfach nicht zugeht. Also ich würde sagen, da können wir gut mit leben. Jetzt noch eine andere Sache. Amerika führt nach Tag 1. Ist das jetzt eins, was einen schon ganz schön wurmt, ein bisschen aus deutscher Sicht? Oder bist du ehrlich gesagt gedanklich so weit da noch gar nicht eingestiegen? Was heißt wurmt? Wir sind hier im Sport. Und es geht darum, wer hier an dem Tag die beste Leistung bringt. Und ich habe nicht alle Ritte gesehen. Ich kann jetzt auch gar keine ganz objektive Meinung dazu geben in dem Fall. Aber ich glaube, Amerika hat ein starkes Team und wenn die gut geritten sind, dann ist das eben so im Sport. Und dann werden wir wohl am Samstag nochmal alle kämpfen müssen. Auf das Funkeln in den Augen habe ich gewartet. Kampfansage. Und alles geben und entweder es reicht oder es reicht nicht. Aber ich glaube, wir werden alle versuchen, keinen Punkt liegen zu lassen. Und ich hoffe, es gelingt mir auch nochmal so. Ich meine, neuer Tag, neues Glück. Trotzdem habe ich auch dann nur einen Tag mehr auf dem Pferd gesessen als bis jetzt. Und wir haben noch nichts zu verlieren. Wir können ja an dieser Stelle ruhig schon verraten, Clip My Horse wird die Dressurprüfung der Weltreiterspiele alle live übertragen. Das ist natürlich total cool, aber ich gehe jetzt trotzdem mal davon aus, dass du sie nicht live bei Clip My Horse sehen willst, oder? Ach, warten wir ab, was passiert. Ich bin überglücklich mit diesem Tag und es kommt jetzt, wie es kommt. Und das hätte ich überhaupt nicht zu träumen erwagt. Und
ich bin nie der Mensch für große Prognosen gewesen und ich werde auch jetzt abwarten und erstmal versuchen, einen guten Job zu machen und dann gucken wir weiter. Kannst du denn jetzt so richtig feiern oder wartet schon die kleine Finja? Ich habe zum Glück ein bisschen Hilfe hier. Sonst wäre das auch nicht möglich. Das ist genauso. Ohne die Unterstützung von der Familie wird das auch nicht gehen. Und meine Mutter ist mit hier und mein Mann kommt gleich noch mit der Großen nach. Und dann werden wir uns morgen einen schönen Tag hier machen, ein bisschen reiten, aber nicht zu viel, dass er hoffentlich frisch ist und dann Aachen genießen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Samstag, sagen heute schon mal Dankeschön, dass wir das hier miterleben durften. Danke, Helen.